Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von kitea.de und im heutigen Quicktipp soll es darum gehen, wie ich mir eine Importvorlage bastel, die mir im Anschluss helfen soll, meine Bilder schneller und effizienter in Lightroom zu entwickeln. Ich habe vor einigen Jahren über dieses Thema schon einmal ein Video abgedreht. Du findest es hier oben rechts, falls du dir das frühere Video anschauen möchtest. Ich habe es dir oben rechts verlinkt. Die Lightroom-Versionen ändern sich, es kommen mehr Funktionen hinzu, meine Ansprüche verändern sich und aus dem Grund möchte ich hier mit dir in diesem Video neue Importvorlagen festlegen und diese dann beim Import eines Bildes anwenden. Bevor du natürlich jetzt hier loslegst und hier wild dir Dinge einstellst, musst du dir im Klaren sein, jedes Foto ist anders. Von daher muss ich im Vorfeld genau wissen, welche Regler werde ich verändern, welche Regler verändere ich immer. Und da gibt es einfach so ein paar, drei, vier Stück, die wirklich dazu immer beitragen. Und zwar fangen wir hier in der Grundeinstellung an. Dort würde ich sagen, ich gehe hier bei den Lichtern zu 99% immer auf minus 50. In den Tiefen kann man hier mal plus 20 nach oben gehen. Weiß, schwarz wird in dem Fall unberührt gelassen. Die Belichtung kann ich nicht einstellen, da ich nicht weiß, ob es im nächsten Foto zu hell belichtet sein sollte oder auch zu dunkel. Auch die Temperatur, wobei ich könnte es hier bei Wie-Aufnahme auf automatisch umstellen. Dann wechsle ich hier in die Details. Dort werde ich meine Standard-Schärfe-Werte für Lightroom einstellen, sodass eine gewisse Grundschärfe im Foto vorhanden ist. Da gehe ich beim Betrag auf 80, beim Radius gehe ich auf 0,8, bei den Details gehe ich auf 40 und maskieren kann ich ja jetzt im Fall noch nicht, weil ich weiß ja noch nicht genau, wie die zukünftigen Bilder aussehen werden. Rausch reduzieren brauche ich, wenn dann, nur sehr, sehr selten. Von daher werde ich es erstmal ausgeschalten lassen. Die Objektivkorrekturen sind für mich ganz wichtig. Ich werde auf jeden Fall mir hier die chromatische Aberration entfernen anhaken und auch bei manuell hier den Intensitätswert hier bei Magenta auf 2 stellen und bei Grün auch. So, ja, vielleicht könnten wir jetzt hier noch bei den Effekten etwas hinzufügen und vielleicht hier noch eine kleine Vignette von minus 15, denn die habe ich in der Regel auch immer. Und das soll jetzt hier erstmal meine neuen Importvorgaben werden. Die speichere ich jetzt hier auf der linken Seite ab, indem ich jetzt hier bei den Vorgaben hier auf dieses Plus-Symbol gehe, Vorgabe erstellen und die braucht natürlich einen Namen. Ich würde es jetzt einfach IMP für Import, Kitea A7-2, weil es eben diese Kamera gemacht worden ist. Solltest du mehrere Kameratypen haben, kannst du es ja unterteilen. Für mich soll meine Vorgabe jetzt so heißen. Die Gruppe Benutzervorgaben kann ich hier auch eine neue Gruppe erstellen. Dort werde ich jetzt einfach sagen Import. Dort sollst du hinein. Ich erstelle das Ganze jetzt hier. Jetzt kommt diese Vorgabe in die Gruppe Import. Jetzt muss ich noch so ein paar Werte angeben, welche übernommen werden sollen. Die automatischen Einstellungen werde ich nicht anhaken. Strukturklarheit und Dunstentfernen habe ich nicht angerührt. Könnte man ausschalten. Die Gradationskurve kann ich ausschalten. Struktur, all das. Schärfen ist auf jeden Fall angehakt. Teiltonung ist nicht dabei. Den Verlaufsfilter haben wir auch nicht angewendet, die Radialfilter auch nicht, die Rauschreduzierung habe ich auch nicht angewendet, Effekte, das kann man ausmachen, Prozessversion soll drin sein, die Kalibrierung soll drin sein, Transformieren habe ich nicht gemacht, die Objektivkorrekturen sind ganz wichtig, Farbe, Sättigung, Dynamik und Farbkorrekturen habe ich nicht angewendet, Behandlung vom Profil lassen wir drin, Weißabgleich lassen wir drin und auch den Wert lassen wir drin, wobei Belichtung und Kontrast habe ich nicht angerührt. Nur die Lichter und die Tiefen, Weißbeschneidung und die Schwarzbeschneidung habe ich ja auch nicht verändert. Von daher sind es diese Werte, die in die Importvorgabe gespeichert werden sollen. Ich sage erstellen. Die neue Vorgabe befindet sich hier auf der linken Seite und zwar hier unten unter dem Ordner Import. Da ist die Imp Kitea A7-2. So, jetzt ist es ja so, jetzt habe ich zwar die Importvorgabe, jetzt kann ich zwar hier draufklicken, wenn wir jetzt mal ein anderes Bild auswählen, zum Beispiel dieses hier. Und ich klicke da drauf, dann habe ich natürlich die Werte alle übernommen. Du siehst hier die Vignette von 15, in den Grundeinstellungen sind dann eben hier minus 50, plus 20. In den Objektivkorrekturen sind genau die Werte auch schon voreingestellt. Alles gut, alles schön und gut, aber ich möchte es ja nicht mehr von Hand anpacken müssen, sondern es soll ja automatisch passieren. Deswegen müssen wir hier in die Bibliothek wechseln und hier auf Importieren klicke, meine Speicherkarte öffne und
mir jetzt hier diese 5 Fotos auswähle, dieses Video brauchen wir jetzt nicht. Und dann kann ich jetzt hier auf der rechten Seite unter während des Importvorgangs anwenden, eine Entwicklungseinstellung anwenden. Und die befindet sich bei mir unter Import und genau diese hier. Und das soll jetzt hier importiert werden. Und nach kurzem Moment abwarten, habe ich jetzt hier die Fotos mit der Importvorgabe importiert. Wir werden es gleich anschauen, sobald alle da sind. Wir schauen uns hier mal dieses Bild an im Entwickeln-Modul. In der Grundeinstellung sehen wir, okay, minus 50 plus 20. In den Details 80-08-40. In den Objektivkorrekturen hat er die chromatische Aberration entfernt. Und auch die Werte hat er angepackt, sehr gut. Und das spart mir natürlich unglaublich viel Zeit. Insbesondere die Objektivkorrekturen werde ich immer ganz gerne vergessen. Und jetzt kann ich das Foto ganz normal weiterentwickeln. Gut, das soll es gewesen sein in diesem Quick-Tipp. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben, da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.